Dafür, dass wir uns hier so verdammt lange rumgequält haben, ist das nicht viel. Aber wir haben es geschafft. Und das ist eine coole Statue. Also eine richtig coole Statue. Aus purem Gold. Ja, wir speichern. Jetzt kommt was Blumiges, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ach ja, komm, die Checkliste kannst du behalten. Es ist immer dasselbe. Oh, und wir fallen ins nächste Level. Rankenkletterei. Tatsächlich was Blumiges. Was bist du denn für ein Frettchen? Ich höre schon die erste Heulsuse. Ah, da oben. Wie komme ich denn da oben hin? Bestimmt durch Ranken. Ah, stampfen. Und da muss ich mich jetzt bestimmt drauf wirbeln und hoffentlich in die Richtung, in der ich das. Jawohl. Ich höre Glitzerfunkel. Gehen wir erstmal hier oben schauen. Okay, hier haben wir sonst nichts Großartiges. Gehen wir mal eine Etage tiefer. Das Blatt habe ich gesehen, darum bin ich runtergesprungen. So, was hast du mit zu melden? Wirf die Früchte der Killerkastanie ab. Vorsicht! Ihre Früchte sind stachelig. Erschüttere den Boden, damit du sie dir schnappen kannst. Was für Kastanien? Du sprechen Rätsel. Ich nix verstehen Rätsel. Ach komm. Wo blitzerfunkelt denn hier was? Ah! Aua! Ja, ich find's auch ganz wundervoll. Oh, Geld. Ich bin ja auch arm, ich brauche es. Ich bin arm. Ich war arm und brauchte das Geld. Darum habe ich komische Monster tot geprügelt. Danke dir. Jetzt komme ich weiter. Nehmen wir auf die Blätter hier. Eine Grabbelkugel, noch eine Grabbelkugel und eine Grube, wo wir uns einen Klunker holen werden. Machen wir. Den hier, ne? Mist, ich dachte, das haut irgendwie hin. Was mache ich denn da? Ich glaube, ich mache das Richtige. Komm hier! Dann haben wir den noch kaputt. Und wir haben Glumelini gerettet. Die Saugtulpe saugt Haftkugeln ein und spuckt sie dann wieder aus. Na dann, Prost Mahlzeit. Du musst also sehr flink sein, wenn du diese Haftkugeln benutzt, um weiterzukommen. Kannst du mir auch nochmal sagen? Ha! Einen zerstört! Rein aus Protest, damit wir hier alles kaputt gemacht haben, machen wir das hier.
Wir kriegen gar nicht alles kaputt. Ist ja scheiße. Ja, oh oh. Oh! Mit einer Bombe erschlagen. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ey, du hast schon gehört, ich wurde von einer Bombe erschlagen. Geil, du auch. Verzieh dich. Dummes Viehzeugs. Ich dachte schon, ich fall runter. Hilfe! Oh. Dann machen wir es so, wie es gedacht war und klettern lahmarschig wie eine fette Raupe den Baum hoch. Oh. Oh, sowas machen wir, ja. Oh, sowas machen wir. Hilfe, ich mache mir gleich ins Hemd. Ja, das hätte ich anders gewollt. Ich halte mich nicht mit euch. Huch. Aua. Aua. Ah, zweimal reicht. Ich... Okay, ich habe gedacht, ich muss den ordentlich malträtieren, damit auch, ja. Danke, du Arsch. Damit auch, ja, die Baumknutscher sich sie richtig aufregen. Oh, der arme Baum hat auch Gefühle. Kannst du doch nicht tun. Klar kann ich das. Das ist ja nur ein Baum. Da kann sie nicht wehren. Oh, jetzt sind's Bären. Die einen auf Big Daddy machen. Lass mich ja durch. Gut, hier unten haben wir schon mal alles durch, wenn wir mit der Klappe hier fertig sind. Hallo, ich sehe nichts. Hilfe. Mann, ey, diese beschissene Steuerung. Oh, bis der Penner wieder da ist. Da kann ich auch mal raus und wieder reinspringen. Stehst mir auch im Weg rum, Depp. Ich wollte schon sagen, ich warne dich, ich kriege jetzt wieder Damage. Boah. Ich hasse diese Kugelscheiße. Waha! Wir haben es geschafft. Und das beim zweiten Versuch. Hey, wir sind richtig gut. Ach, Mist, habe ich ganz vergessen. Ja, komm her. Gib mir... Ihr wolltet das ja nicht anders. Es tut mir... fast nicht leid. Du blöde Blume. Kannst mich mal. Huch. Hey. Ja. Man kommt hier immer viel zu schnell und viel zu lang. Jetzt verstehe ich die ganze Chose. Reicht die Explosion? Natürlich nicht. Die sollte aber reichen. Juhu!
Wir haben auch gar nicht lange gebraucht. Also ich habe gar nicht lange gebraucht, um das herauszufinden. Ich bin so stolz auf mich selbst. Nein, du dumme Sau, ey! Ah! Rotz für so ein Scheiß! Keine Ahnung, was ist es aus? Ah, ätzend, ey. Ja, 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 Hämmer, Hämmer, Hämmer hier am Arsch, Hämmer, Hämmer, Hämmer. Leck mich! Warum haben wir so viele Herzen schon verloren? Okay, wir brauchen einen so einen Beppolino. Lass mich in Ruhe! Und Genickbruch! Nachdem wir den anderen weggebasht haben. Yeah, Mann! Das ist ja geil! Oh, das sind die Münzen. Hallo? Und dran vorbeigesprungen. Yeah! Halt! Wir sammeln noch Münzen ein. Wie geil ist das denn? Aua! Jetzt gibt's ja erstmal richtig auf die Fresse. So was lassen wir uns doch nicht bieten. Also bitte, ey, wir sind Wario. Der Boss unter den Klempnern. Nein! Nein! Gib mir das, verdammte! Ja, Mann! So nah und doch so fern. Ich dachte schon, ich muss da wieder hier zurückkommen. Du, ich habe keinen Bock auf so ein Battle. Schon gar nicht, wenn es solche fliegenden Affen sind. Hey, guck mal, das ist ein Schatz. Ich treff die nicht, das ist scheiße. Wenigstens sind Piepmatz noch. Naja, wenigstens ein bisschen Geld. Oder wie siehst du das, du kleine Macaroni? Die du gerade am PC vor dem Monitor sitzt und dir den Scheiß hier anguckst. So. Ich brauche einen Freiwilligen oder einen Hohlenkopf. Durch die Tür. Eigentlich hätte die Tür uns den Kopf abschlagen müssen, aber egal. Machen wir die Ansicht ein bisschen besser. Dass die Münzen keinen Schatten werfen, ist ein bisschen irritierend. Also weißt du ja nie, ob du jetzt richtig bist oder nicht. Ich meine, ganz richtig bin ich sowieso nicht, aber hey, es geht ums Prinzip. Nur Mario wirft einen Schatten. Als wenn ihm der Schatten geklaut wurde. Also allen anderen, nur Mario nicht. Die Monstermagneten halten dich auf, aber sie sind zu mehr imstande. Denk mal nach, wozu taugen Magneten? Kommst du drauf, Mario? Zum Nasebohren? Keine Ahnung. Ich meine, ich bin nicht gerade der Schlauste. Okay. Die kratzen sofort ab, wenn man sie trifft. Gib mir das her. Na, wie geht's dir, mein Kleiner?
Ah. Der hat mich echt angegriffen, der Blödmann.